Dann begrüße ich euch alle zu unserem zweiten Tagesseminar nach dem Umgangsrechtsseminar. Sind wir heute mit dem Sorgerecht beschäftigt. Der Verein Väterhaufbruch für Kinderkreisverein Frankfurt freut sich über das zahlreiche Erscheinen. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Heute haben wir das Sorgerecht zum Thema. Da ist ja momentan so einiges im Fluss, dass die Reform des Paragraphen 1626a BGB und 1671 ist ja gerade vom Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Das liegt jetzt beim Bundespräsidenten zur Unterschrift. So wie ich informiert bin, soll es im Sommer in Kraft treten. Wenn den Herrn Bundespräsidenten nicht noch erhebliche Zweifel kommen, wofür ich jeden Tag bete, dass er die Ansicht vertritt, dass dieses Reformgesetz die Interessen von Kindern und Vätern massiv beschneidet, vor allem deren Rechte nach dem Grundgesetz und der Menschenrechtskonvention in Europa. Ich habe hier ein Kurzskript vorbereitet, das ist auch jetzt verteilt worden, da liegen noch ein paar Exemplare, für die, die noch keins haben, können Sie es nehmen. Da habe ich in erster Linie nur grob die Paragraphen abgedruckt, um die es heute geht, damit jeder den Gesetzestext vor Augen hat. Es sind auch so ein paar Anmerkungen, teilweise von mir, teilweise interessante Anmerkungen, die ich aus dem Internet rüber kopiert habe, von anderen Fachleuten. Ich muss ja das Rad nicht zweimal erfinden. Das ist dann allerdings auch angegeben, aus welcher Quelle ich das bezogen habe. Das gemeinsame Sorgerecht ist ein sehr umfangreiches und auch teilweise verwirrendes Recht. Geht man erstmal von den natürlichen Begebenheiten aus, so wie ich auch das Sorgerecht verstehe, ist das nicht justiziabel, das kann man einem Elternteil nicht wegnehmen, weil er von Gott und der Natur ausgesucht wurde, Vater oder Mutter zu sein, und damit hat er die Verantwortung für sein Kind zu sorgen und somit auch das Recht für sein Kind zu sorgen. Die Mannigfaltigkeit von Streitigkeiten, von gesellschaftlichen Vorstellungen, wie Familie zu sein hat, hat allerdings dafür gesorgt, dass es juristisch geregelt worden ist. Und gerade am Sorgerecht widerspiegelt sich die gesellschaftliche Vorstellung, wie Familie auszusehen hat, wie Familie zu leben hat. Das sieht man schon allein daran, dass verheiratete Paare, die Kinder bekommen, automatisch das gemeinsame Sorgerecht haben. Da fragt niemand nach Mutter oder Vater. Da ist es so vorgesehen, wie es die Natur auch vorgesehen hat. Beide kümmern sich gleichzeitig, paritätisch um das Kind. Das gilt auch für die Paare, die zuerst ein Kind bekommen haben und dann heiraten. Also auch nach der alten Regelung. Mutter hat Alleinsorge, hat bisher widersprochen der gemeinsamen elterlichen Sorge, und die treten dann vor den Standesbeamten, die Ehe wird geschlossen. In dem Moment hat der Vater automatisch, ohne dass die Mutter ein Veto einlegen kann, das gemeinsame Sorgerecht mit der Mutter. Diese gesetzliche Regelung wird auch gerne missbraucht von Frauen, die geheiratet werden wollen. Die verweigern das gemeinsame Sorgerecht und sagen, heirate mich, dann hast du das gemeinsame Sorgerecht. Das ist auch etwas, was viele Jugendamtsmitarbeiter und Anwaltskollegen den betroffenen nicht-ehelichen Vätern raten. Heirate doch die Frau, dann hast du das Sorgerecht, da kann sie kein Veto mehr einlegen. Auch etwas, was die Kirche rät und weshalb die Kirche nach meiner Information sich gegen ein automatisches gemeinsames Sorgerecht nicht-ehelicher Eltern gewandt hat. Genauso die konservativen Parteien, vor allem die CSU. Denn gemeinsames Sorgerecht soll nur von Ehen ausgeübt werden. Das soll ein weiteres Motiv sein, dass Ehen geschlossen werden. Und nur diese Beziehungsform sei vom Grundgesetz gedeckt. Aber da sieht man wieder mal, wie
wie wenig das Kindeswohl eigentlich den Gesetzgeber, vor allem die Politiker in der CSU, einfach an unseren Herrn Seehofer, dem bayerischen Ministerpräsidenten, der ja selber nicht ehelicher Vater ist, bewegt, nämlich gar nicht. Es interessiert die nicht, es interessiert diese Politiker nicht, dass die kinderpsychologischen Studien ergeben, dass generell ein gemeinsames Sorgerecht für die Entwicklung der Kinder am besten ist, sondern es soll die Ehe durchgesetzt werden. Und nur dann gibt es das gemeinsame Sorgerecht. Ich würde gerne einmal mit dem Herrn Seehofer ein persönliches Gespräch führen, wie er denn mit seiner persönlichen Situation dazu steht, wie er zu dieser Einstellung kommen kann. Aber das, was ich im Internet so nachgelesen habe, wie er seine nicht-eheliche Vaterschaft auslebt, muss ich ehrlich sagen, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann ist er einer der nicht-ehelichen Väter, für die ich mich schäme, als Vater und als Mann. Wie gesagt, wir haben hier zwei unterschiedliche Situationen, nicht-eheliche Eltern und eheliche Eltern. Die ehelichen Eltern, ich habe es gerade geschildert, die haben automatisch das gemeinsame Sorgerecht, und dann ist das große Gebiet der nicht-ehelichen Eltern. Die nicht-ehelichen Eltern konnten bis vor kurzem noch kein gemeinsames Sorgerecht begründen, wenn die Mutter das nicht wollte. Bis 1998 ging es gar nicht, selbst wenn die Mutter das wollte, war das nicht möglich. Das wurde in der Kindschaftsrechte von 1998 eingeführt. Und da hat dann der Gesetzgeber auch den Paragraph 1626a kreiert, der jetzt reformiert wird. Und den finden Sie auf meinem Skript ganz oben, Paragraph 1626. Nein, das ist der Grundsatz für die eheliche. Paragraph 1626a, bisheriger 1626a, sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die elterliche Sorge dann gemeinsam zu, wenn sie, und das ist jetzt die erste Alternative, erklären, dass sie die gemeinsame Sorge übernehmen so wollen, das erfordert die Zustimmung von beiden Elternteilen, oder wenn sie einander heiraten, das hatte ich gerade eben schon angesprochen. Im Übrigen hat die Mutter die alleinige elterliche Sorge. Gegen diese Regelung, vor allem Absatz 2, ist schon im Jahr 2003 vom Bundesverfassungsgericht geklagt worden. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz als völlig verfassungskonform bewertet und hat gesagt, dass vernünftige Eltern, auch wenn sie nicht miteinander verheiratet sind, in aller Regel oder generell immer, weil sie ja das Beste für ihr Kind wollen, die gemeinsame elterliche Sorge einrichten. Lediglich in den Fällen, in denen der Vater nicht geeignet ist, in Augen der Mutter die gemeinsame Sorge auszuüben, wird sie natürlich selbstverständlich zum Wohle des Kindes die gemeinsame Sorge verweigern. Na, das sind so die typischen Fälle des Funkenmariechens und des Karnevalsprinzen. Auf der Toilette der Narrensitzung wird ein Kind gezeugt und dann weiß die Mutter allenfalls den Vornamen und seine Verkleidung. Mit so einem kann man natürlich nicht die gemeinsame Sorge ausüben. So lese ich, und so lesen nicht ich, sondern sehr viele, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2003. Ich persönlich finde diese Entscheidung nicht nur fernab jeder Realitäten, sondern vor allem sehr frauenfeindlich. Es unterstellt nämlich, dass Frauen sich hier von jedwedem Typen schwängern lassen, ohne sich Gedanken über die Folgen zu machen, und überlässt sie dann auch der alleinigen Verantwortung. Das ist das Nächste. Der Karnevalsprinz, der kann sich aus dem Staub machen. Wenn er Pech hat, muss er Unterhalt zahlen, ansonsten muss er sich nicht kümmern, so wie Herr Seehofer es wohl offensichtlich macht. Und die Mutter, die muss sich ums Kind kümmern, ob sie das Kind will oder nicht. Sie kann es zwar abtreiben, aber wenn sie das auch nicht macht oder wenn sie den Zeitpunkt verpasst hat, um abzutreiben, dann ist sie auf Gedeih und Verderb verpflichtet, sich um das Kind zu kümmern. Tut sie das nicht, hat sie Ärger mit der Staatsanwaltschaft und handelt strafrechtlich relevant. Aus solchem Punkt heraus finde ich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für frauenfeindlich. Gegen diese Rechtsprechung hat dann der Herr Zauneger geklagt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieses Verfahren hat jahrelang gedauert und ist dann im Jahr 2009 im Dezember entschieden worden.
wurde die Bundesrepublik verurteilt wegen Verletzung der väterlichen Elternrechte, weil der Vater keine Möglichkeit hat, gegen den Willen der Mutter das gemeinsame Sorgerecht zu erhalten. Das hat die Bundesregierung zunächst erstmal überhaupt nicht gekratzt. Relativ zeitgleich wurde damals entschieden, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung bei Sexualstraftätern, die ihre Strafe abgesessen haben und dann aber, weil sie noch als gefährlich galten, weiterhin im Gefängnis behalten wurden, da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, das verstößt gegen die Menschenrechte des Strafgefangenen. Und das sind wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Urteils die ersten Straftäter entlassen worden, die hochgefährlich waren, die teilweise inzwischen auch wieder Sexualstraftaten begangen haben. Hinsichtlich des gemeinsamen Sorgerechts nicht ehelicher Eltern musste erst das Bundesverfassungsgericht in die Gänge kommen im Sommer 2010, Juli. Wurde dann, ich glaube es war der 20. oder 21. Juli 2010, wurde dann entschieden, dass die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts falsch ist und dass § 1626a, vor allem der Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuches, nun doch gegen die Elternrechte des Vaters verstößt. Wenn man sich das Urteil durchliest und die Begründung durchliest, dann muss man schmunzeln. Denn die Richter, die das entschieden haben, die haben sich größte Mühe gegeben, in ihre Begründung nicht reinzuschreiben, ja, vor ein paar Jahren haben wir Schwachsinn gemacht, müssen wir jetzt korrigieren, weil wir vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eins auf den Deckel bekommen haben. Sondern man hat sich bemüht, dieses heiße Eisen nicht anzufassen, sondern sich insoweit eine klare Positionierung zu drücken. Was ich persönlich sehr schade finde, was aber auch zeigt, dass das Bundesverfassungsgericht nach wie vor nicht sehr gleichberechtigt denkt, wenn es um die Gleichberechtigung von Vätern geht. Sieht man auch daran, dass sie dem Gesetzgeber vorgeschrieben haben, was mindestens möglich sein muss, nämlich, dass ein Vater bei Gericht auf das gemeinsame Sorgerecht klagen können muss. Ob er es dann hinterher bekommt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. In der Zwischenzeit hat die Bundesjustizministerin von der FDP einen Gesetzesentwurf formuliert, den ich einigermaßen fortschrittlich fand. Er besagte nämlich gemeinsames Sorgerecht und wenn die Mutter das nicht will, hat sie ein Widerspruchsrecht. Ich persönlich fand es unsinnig, weil das Widerspruchsrecht hat es in den Paragraphen 1671. Den findet man auf Blatt, lassen Sie mich blättern. Das Vorletzte. Genau, Blatt 7. Lieben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, das wäre dann in dem Fall so, wenn ein Vater automatisch das gemeinsame Sorgerecht hat, nicht nur vorübergehend getrennt, auch diese Voraussetzung würde vorliegen, so kann jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. Das heißt, wenn automatisch die gemeinsame Sorge bestanden hätte, hätte eine Mutter, die das gemeinsame Sorgerecht nicht will oder vielleicht auch einen Grund hat, das gibt es ja auch, einen nachvollziehbaren Grund hat, aus Kindeswohlgründen, die Alleinsorge auszuüben, die hat den 1671, um die Alleinsorge zu beantragen. Das ist auch bei den Scheidungseltern die Anspruchsgrundlage, um die eheliche gemeinsame Sorge wieder aufzuheben. Im Absatz 2 ist dann definiert, unter welchen Voraussetzungen die gemeinsame Sorge aufzuheben ist. Ziffer 1, habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Der andere Elternteil zustimmt, dass die gemeinsame Sorge dem anderen Elternteil übertragen wird. Darüber mag ich jetzt nicht spekulieren. Aber wenn man bedenkt, dass ich gelesen habe, dass er noch nicht einmal zum ersten Geburtstag seines Kindes anwesend gewesen ist, dann ist das doch jämmerlich. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und ich hoffe, Herr Seehofer, Sie werden irgendwann mal dieses Video sehen. Die zweite Voraussetzung ist,
dass zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und der Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Und das ist hier so ein Punkt, den kennen einige von uns, die das gemeinsame Sorgerecht hatten und denen es nach der Trennung und Scheidung entzogen worden ist. Kommunikation der Mutter wird abgebrochen, sie boykottiert den Umgang, sie diffamiert den Vater, der Vater wehrt sich dagegen, diffamiert zurück. Dann gibt es eine verbale Gewaltspirale auf Schriftsatzbasis und mit dem Erfolg, dass die Richter das gar nicht mehr vollumständlich lesen. Die sagen dann, hey, das ist mir eigentlich alles egal, was da drin steht. Allein schon die Anträge und der Umfang der Schriftsätze und die ersten Zeilen, die ich gelesen habe, die zeigen mir, dass hier keine gemeinsame Basis für eine gemeinsame Sorge mehr existent ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch so im Jahr 2004, glaube ich, war das, oder 2003, entschieden, dass wenn eine gemeinsame Basis nicht möglich ist, der Alleinsorge der Vorzug zu geben ist. Jetzt muss man natürlich wissen, in was für einer Situation hat das Bundesverfassungsgericht das entschieden. Wenn man sich bedenkt, dass das war eine Situation, da hat ein Vater in der Gegenwart des Kindes bei der Kindesübergabe die Mutter krankenhausreif geschlagen und ist anschließend zu einer Strafhaft verurteilt worden. Und aufgrund dieses Vorfalls hat diese Mutter die Alleinsorge beantragt, weil sie gesagt hat, das ist mir nicht zumutbar, mit ihm weiter zu kommunizieren. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, in den Fällen, in denen eine Basis nicht mehr gibt, in dem es einem Elternteil nicht mehr zumutbar ist, mit dem anderen zu kommunizieren, in dem Fall ist die Alleinsorge der gemeinsamen Sorge vorzuziehen. Ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht damals schon vorhergesehen hat, was mit diesem Urteil passiert. Auf alle Fälle habe ich in mehreren Verfassungsbeschwerden die Senate darauf hingewiesen, dass hier eine Einschränkung vorzunehmen ist. Denn wir wissen alle, eine Mutter braucht heutzutage nur noch zu sagen, ich will nicht, ich kann nicht, das ist mir nicht mehr zumutbar. Da wird auch noch behauptet, er hätte geschlagen, ob er geschlagen hat oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier, wird auch meistens nicht erforscht. Machen Sie Richter sich leicht und ordnen die Alleinsorge an. Und damit sind wir dann bei der Situation, dass sie durch Untätigkeit bzw. durch Bequemlichkeit dazu beitragen, dass Wohl von Kindern massiv geschädigt wird. Nur weil weil ein Elternteil, das machen nicht nur Mütter, es gibt auch Väter, die im umgekehrten Fall das machen, weil Elternteile sich nicht zu schade sind, ihre Kinder zu verletzen, ihre Kinder zu belasten, um selbst ihre eigenen Interessen, nämlich auf Abgrenzung des ehemaligen Partners, durchzusetzen. Ja. Macht es da Sinn, dass man gegen diese Beschuldigungen strafrechtlich vorgeht? Nein. Die Partner dann anzeigt, wegen Verleumdung oder Falschaussagen? Das halte ich sogar während des Sorgerechtsverfahrens für kontraproduktiv. Denn einerseits ist es regelmäßig so, dass die Strafverfahren, die parallel gestellt werden von den Gerichten, ohne dass sie sich die Ermittlungsakten richtig durchlesen, sagen, wenn ein Elternteil gegen den anderen auf dem Wege des Strafrechts vorgeht, dann gibt es hier keine Basis für die gemeinsame elterliche Sorge. Dann das verzögert wahrscheinlich auch die Sache nochmal. Nee, es verzögert sich unbedingt, weil die Staatsanwaltschaften in aller Regel die Ermittlungen erstmal ruhen lassen, bis das familiengerichtliche Verfahren abgeschlossen ist. Damit ersparen sie sich nämlich viel Arbeit. Die kriegen die Strafanzeige da rein und dann sagen sie, ich hätte gerne mal die Familiengerichtsakte und dann lesen sie die Akte, machen noch Kopien davon, zumindest ist das, was sie für maßgeblich halten, dann schicken sie die Akte wieder zurück und dann liegt das. Machen sie vor allem dann, wenn man einer Mutter vorwirft, einen Kindesentzug begangen zu haben, bei gemeinsamem Sorgerecht wegziehen in weit entfernte Städte und Gemeinden, kann man strafrechtlich als Kindesentziehung definieren. Ich als Strafrechtler würde das auch tun. Und allein deswegen halten die Staatsanwaltschaften erstmal den Ball flach, die warten ab, bis das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Mutter ist, und dann können sie es nämlich einstellen. Sie können sagen, das war für das Kind das Beste, sonst hätte die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht bekommen und damit wird das Verfahren eingestellt, keine Straftat.
Also ich rate jedem dringend davon ab, gegen den ehemaligen Partner im Wege einer Strafanzeige vorzugehen. Einmal, wie gesagt, halte ich es für verfahrenstechnisch für unklug. Andererseits muss man eines bedenken. Man dämonisiert mit so einer Strafanzeige den anderen Elternteil seines Kindes. Und sein eigenes Kind, das liebt beide Elternteile. Und die werden dann häufig, in den allermeisten Fällen, damit konfrontiert, dass gegen einer seiner geliebten Eltern die Polizei ermittelt. Und das ist für Kinder eine Katastrophe. Ja, wenn so ein 5- oder 6-Jähriger von der Mama gesagt bekommt, dein Papa, der ist so böse, der versucht mich ins Gefängnis zu bekommen und dann wirst du mich eine ganze lange Zeit nie mehr wiedersehen. Und damit schafft man es auch, dafür zu sorgen, dass die Kinder einen selbst ablehnen. Also ich würde es nicht tun, zumal es in aller Regel nichts bringt. In aller Regel werden solche Verfahren gegen Mütter eingestellt. Auch häufig gegen Väter wird es häufig eingestellt. Ich selbst bin ausgesetzt gewesen einem Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs. Auch gegen mich ist das eingestellt worden. Ohne dass die Staatsanwaltschaft da großartig ermittelt hat. Die hat einfach die Schriftsätze gelesen, die ihre Anwältin gemacht hat in dem Verfahren und die ich gemacht habe in dem Verfahren. Und dann haben die einfach geguckt, ist das plausibel, ist nicht plausibel. Dann haben sie das Verfahren liegen gelassen, bis meine ehemalige Partnerin das Alleinsagerecht zugesprochen bekommen hat. Und dann wurden beide Verfahren eingestellt. Ja, deswegen, das war nichts. Und ich habe es auch in den Verfahren mitbekommen, die ich so begleite als Anwalt. Das ist regelmäßig, geht das aus wie Sorgenberger Schießen. Deswegen lassen Sie das bleiben. In der Regel, wenn sie was Falsches vor Gericht sagt, ist sie anzuzeigen wegen versuchten Prozessbetrugs, wegen Kindesentziehung und so weiter und so fort. Vor allem, weil dann die Familiengerichte sich in aller Regel in der Verantwortung sehen, die Mutter so zu unterstützen, dass strafrechtlich hierbei nichts rauskommt. Na, meine Staatsanwältin hat damals zu mir gesagt, ich habe den Fehler gemacht, habe sie auch angezeigt, habe sie wegen Vortäuschung seiner Straftat, ja, Sexualstrafe, Vergewaltigungsvorwurf, es geht mir für 2 Jahre ins Gefängnis als Mindeststrafe. Dachte ich mir, okay, um dich hier dagegen zu wehren, musst du sie anzeigen wegen Vortäuschung seiner Straftat. Und dann hat die Staatsanwältin das hinterher eingestellt und hat zu mir gesagt, Herr Knau, ihre Ex-Partnerin, die ist ausgerastet in einer Situation, wo sie ums Kind gekämpft hat. Das kann man doch verstehen. Da kann ich doch als Staatsanwältin nicht dazwischen schlagen. Ja? Was anderes ist es, die ist so gedemütigt worden durch ihren Sorgerechtsantrag, dass sie sich damit Händen und Füßen gewehrt hat, ist absolut verständlich, macht jede Mutter. Deswegen werde ich sie bestimmt nicht anklagen. Deswegen habe ich es eingestellt. Das sagt alles. Kann man sie schenken. Ich würde es nie mehr tun, vor allem, weil es dann die Möglichkeit noch schwieriger macht, hinterher, wenn diese Trennungsstreitigkeiten irgendwann mal beendet sein werden, wieder eine gemeinsame Elternschaft herzustellen. Auch eine Erfahrung aus meiner, die ich selbst persönlich gemacht habe. Ich habe Jahre gebraucht, um meine Ex-Partnerin davon zu überzeugen, dass es besser ist, wenn wir wieder gemeinsam arbeiten. Ich habe zwar kein gemeinsames Sorgerecht, aber immer wenn wichtige Dinge zu entscheiden sind, holt sie mich ins Boot, weil sie gemerkt hat, dass es einfach einfacher ist. Und je mehr man am Anfang kaputt macht oder während des Trennungsstreits kaputt macht, desto schwieriger wird es, hinterher wieder die Scherben zu kitten. Und für das gemeinsame Kind ist es das wert. Da muss man sich auch die ganzen Verletzungen, die man sich hat zukommen lassen müssen, da muss man drüber stehen, damit das Kind nicht über Gebühr leidet unter der Trennung der Eltern, weil ein Kind hat ein Recht auf eine möglichst unbeschwerte Kindheit und Jugend. Und da sind wir Eltern, egal ob wir Sorgerecht haben oder nicht, sind wir verantwortlich dafür, dass unsere Kinder dieses Recht nach Möglichkeit verwirklichen können. Eine Frage noch, würden Sie auch von den Strafanzeigen Abstand nehmen, auch wenn Sie selber reihenweise mit, serienweise mit Anzeigen, Strafanzeigen belastet werden? Ja. Ich würde mich jedes Mal gelassen kriegen. Doch, man muss natürlich darauf reagieren.
Na, nee, ich meine, auf die Anzeige müssen sie reagieren, das ist klar. Aber sie würden nicht zurückschießen, sage ich mal. Nein, nein, würde ich nicht. Sondern ich würde, wenn wieder mal so ein Anhörungsbogen kommt, würde ich zu meinem Anwalt gehen und würde sagen, hol mal Akteneinsicht. Ich kann niemandem raten, gegenüber, gerade wenn es um Gewaltvorwürfe geht, das ist ja dann meistens der Fall, kann ich niemandem raten, sich mit einem Polizisten zu unterhalten oder mit einem Staatsanwalt über diesen Vorwurf, ohne dass man die Akte gelesen hat. Deswegen ist, egal was es kostet, auch wenn Sie in dem Fall keinen Pflichtverteidiger bestellt bekommen, weil die Voraussetzungen für eine Pflichtverteidigung nicht gegeben sind, da muss man notfalls bei der Verwandtschaft das Geld zusammenkratzen, zum Anwalt gehen und sich die Akte einsehen. Weil wie gesagt, wenn es ein Vergewaltigungsvorwurf oder ein Vorwurf des sexuellen Nötigungs ist, eine Mindeststrafe 2 Jahre Gefängnis. Da steht viel auf dem Spiel. Da muss man sich gucken, was wurde da vorgetragen. Häufig ist es so, dass nicht klug genug gelogen wurde, sodass man Widersprüche, zumindest ist ein geübter Strafrechtler, der kriegt das dann hin, Widersprüche aufzeigen kann. Und dann kann man natürlich auch in dem familiengerichtlichen Verfahren, wenn die Mutter dann natürlich vorträgt, gegen ihn läuft auch ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren oder im Aktenzeichen sowieso, bei der Staatsanwaltschaft sowieso, da würde ich als Anwalt dann darauf reagieren, würde sagen, das ist richtig, das finden wir auch sehr bedauerlich, weil an der Sache ist nichts dran. Das ist alles nicht wahr, was sie vorwirft, das wird die Staatsanwaltschaft auch feststellen. Und wenn das Gericht der Meinung ist, dass sie genaue Aktenkenntnis haben muss, dann möge sie erstens mal die Strafakte beiziehen und zweitens mir einen richterlichen Hinweis geben. So ein richterlicher Hinweis ist geregelt in § 139 der Zivilprozessordnung, schreibe ich dann auch immer in die Texte rein, dass das Gericht eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Strafvorwurf im familiengerichtlichen Verfahren für entscheidungsähnlich hält. Dann muss man es natürlich machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Hinweis kommt, mit Ausnahme in den Fällen, in denen vielleicht für einen unbeteiligten Dritten nachvollziehbar ein sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen wird. Sowas gibt es. Habe ich selbst auch schon erlebt, dass solche Vorwürfe wahr gewesen sind. Und jeder Richter, der die Situation nur aus der Akte kennt, wird sehr vorsichtig sein, wenn er so einen Vorwurf in der Akte hat. Weil wenn er wirklich einen pädophilen Straftäter vor sich sitzen hat und er gestattet dann einen unbegleiteten Umgang, in dem dann tatsächlich wieder solche Vorfälle vorkommen, der kann nicht nur seine Karriere beenden, sondern er wird sich selbst auch die schlimmsten Vorwürfe machen, dass er es erst möglich gemacht hat, dass sowas wieder passiert.